1984 erblickte die erste Generation des Seat Ibiza das Licht der Straße. Damals noch mit Porsche-Motoren, heute mit den besten Genen des gesamten VW-Konzerns, stellt der spanische Hersteller nun die neueste Generation des Erfolgsmodells auf die Straße. Die Kombiversion des Ibiza nimmt einen besonderen Stellenwert ein, denn die gibt es erst seit 2 Jahren. Dennoch wurde auch der ST im Rahmen der grundsätzlich anstehenden optischen Retuschen wie seine etwas älteren Karosseriebrüder für den 2. Lebensabschnitt fein gemacht. In Fahrt bringen den Ibiza-Kombi nahezu die gleichen Motoren wie beim 3- und 5-Türer. Allerdings nutzen die spanischen Ingenieure den Produktionsanlauf der 3. Karosserievariante für die Premiere eines neuen 3-Zylinder-Dieselaggregats mit 1,2 Liter Hubraum und 75 PS, das es später auch für die beiden anderen Varianten geben wird. Mit diesem Motor wird der Ibiza ST bis zu 168 km pro Stunde schnell, verbraucht lediglich 3,9 Liter und ist mit einem CO2-Ausstoß von 102 Gramm pro Kilometer der wohl sparsamste Kombi der Republik. Bei einem Facelift schaut man allerdings weniger auf die Motoren, sondern auf das Blechkleid. Da haben die Seat-Designer in die Trickkiste gegriffen und dem rassigen Südländer ein noch schärferes Aussehen verpasst. Also wir haben das Design deutlich verändert. Wir haben gerade im Vorderwagen die neue Designsprache von Seat dargestellt. Wir haben neue Leuchten mit LED-Tagfahrlicht, Frontleuchten mit LED-Tagfahrlicht, Rückleuchten, auch LED-Leuchten. Und ansonsten haben wir dem Fahrzeug deutlich mehr Wertigkeit gegeben. Das heißt, wir haben mit Liebe und mit Passion haben wir Präzision ins Auto reingebracht und das Auto damit auf einen ganz anderen Level gehoben. Der Kühlergrill ist nun trapezförmig ausgeführt und wird von neu gestalteten Scheinwerfern flankiert. Diese sorgen dafür, dass der Betrachter es gar nicht auf die Idee kommen kann, das Fahrzeug als niedlich zu empfinden. Unterstrichen wird der Effekt, wenn das optionale LED-Tagfahrlicht ins Spiel kommt. Damit macht der Kleinwagen einen ganz schönen Erwachsenen-Eindruck. Abseits des schönen Scheins ist der Kombi ein praktischer Begleiter. Der Kofferraum fasst 430 Liter, klappt man die Rücksitzlehnen um, steigt die Ladekapazität auf 1164 Liter. Im Innenraum trifft der Fahrer auf das nun in Details geänderte Cockpit. Sowohl optisch als auch hinsichtlich der Verarbeitung gibt es kaum etwas auszusetzen. Zudem ist die Kombination aus harten und weichen Kunststoffen geschickt, weil knisterarm gewählt. Schon der 85 PS Motor, quasi das Triebwerk der goldenen Mitte, lässt zumindest eine Prise Fahrspaß aufkommen und beschwört jene Auto-Emotion, die Seat anpreist. Also wir haben das Thermomanagement im Motor weiter optimiert und wir haben gleichzeitig die Aerodynamik verbessert, insbesondere im Unterboden und damit nochmal deutlich die Fahrzeuge sparsamer gemacht. Das Auto ist allen Alltagssituationen prima gewachsen und erfreulich präzise abgestimmt. Nachdem Seat über viele Jahre gar keinen Kombi im Programm hatte, sind die spanischen Modellplaner jetzt offenbar auf den Geschmack gekommen und haben mit dem Ibiza ST bereits den 2. Wagen dieses Typus am Start. Die Erfahrungen mit dem vom Audi A4 Avant abgeleiteten und vor etwa einem Jahr eingeführten Seat Expo ST waren offenbar positiv. In Deutschland beispielsweise werden 4 von 5 Exemplaren der Exeo-Baureihe seither mit großer Heckklappe verkauft. Ab Juli wird das Auto zu einem Grundpreis von 12.290 Euro bei den Händlern stehen. Das sind 850 Euro mehr als bei der 5-türigen Version. Also unser Kernmarkt ist Europa. Wir werden jetzt aber in Kürze auch nach China gehen. Wir werden Mitte des Monats, April, werden wir in China den Verkauf des Leons aufnehmen. Und ich kann Ihnen nur sagen, nach den Tests, die wir gemacht haben, nach den Presseveranstaltungen, dass die Chinesen sich auf unser Auto freuen. Wir freuen uns auch.